Ja, Michael Dingels, wie in alten Tagen, du hast in alles reingekrächt, du hast jeden Zweikampf gewonnen, auch wenn du jetzt mit der Wespe gerade nicht klarkommst. Ist genauso gelaufen, wie man sich das erträumt hat, oder? Ja, ich glaube, die Wespe war gerade der härteste Gegenspieler. Ne, Quatsch. Wir wussten, es wird schwer heute hier. Wir hatten ein Ziel, 0-0 in die Halbzeit zu gehen. Und ja, wir wussten, dass Koblenz 80% vom Ballbesitz hat. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei Chancen gehabt. Und wir haben jetzt weiter sie abgeliefert, haben wir war schon krank. Mit der Truppe viele Verletzte. Lucky haut das Ding daraus, das passt dann alles dazu. Und nachher werfen sie den Ball rein. War ein überragender Sieg. Wir müssen jedes Spiel, habe ich gesagt, 120% geben. Das ist uns klar. Auch nächste Woche. Und es wird eine harte Saison für uns. Mit jeweils ein Zugbrot, die drei Punkte. Wir müssen weiter arbeiten und dann nächste Woche wieder Gas geben.